Des-Dur wird wahrscheinlich auch gleich zu deinen Lieblingstonarten gehören, wie für mich auch. Des-Dur, finde ich, klingt unglaublich schön, insbesondere hier in den unteren Lagen. Da brummelt nichts und das klingt alles sehr erdig. Und wenn du dieses Video hier zu Ende geschaut hast, dann wirst auch du Des-Dur beherrschen. Wir werden nämlich gleich die Tonleiter spielen mit den richtigen Fingersätzen. Dir werden nie wieder die Finger ausgehen bei Des-Dur. Du wirst das alles locker spielen können und du wirst auch insbesondere die Akkorde greifen können. Ganz egal, in welcher Lage das jetzt ist. Okay, lass uns loslegen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Gordon November. Ich bin Autor des Buches Tonarten meistern ohne Noten und ich bin Gründer von Piano University, deiner Adresse Nummer 1 für intuitives Klavierspielen. So, los geht's! Gordon muss beim Kaugummikauen immer niesen. Okay, wir werden Des-Dur in 3 Schritten knacken. Wir werden zuerst mal ins Buch schauen, wir werden uns den Fingersatz von der Tonleiter anschauen, den Fingersatz von den Akkorden und dann gehen wir aufs Klavier, spielen zuerst mal den Akkord von Des-Dur und den Des-Dur-Dreiklang und danach wirst du in der Lage sein, die Tonart locker, flockig auf- und abzuspielen mit mir zusammen, denn wir kennen ja schon die Fingersätze aus dem Buch. Okay, lass uns zuerst mal ins Buch schauen. Das hier, das ist der Quintenzirkel. Hast du vielleicht schon mal gesehen und wenn nicht, ist es auch egal. Ich erkläre dir das ganz kurz. Das ist ein Tool, mit dem man die Schwierigkeit von einer Tonart identifizieren kann. Und die Regel ist im Grunde, oben sind die einfachen Tonarten und unten sind die eher schwierigeren Tonarten. Und du siehst, Des-Dur, vielleicht hast du es schon gefunden. Wo ist es? Hier. Des-Dur ist relativ schwierig. Wir haben hier 5 schwarze Tasten zu bewältigen. Und wie du weißt, das Klavier hat ja nicht mehr als 5 schwarze Tasten in einer Oktave. Also wir sind hier tatsächlich am kompletten Maximum anbelangt. Und ja, wir haben, wie du gleich sehen wirst, 2 weiße Tasten übrig. Und die brauchen wir auch für den Daumen, damit uns die Finger nicht ausgehen. Lass uns mal hier kurz den Fingersatz von Des-Dur anschauen. Wir starten mit dem 2. und dem 3. Finger und bringen dann den Daumen zur Landung auf einer weißen Taste. Das müssen wir machen, dass uns dann später die Finger nicht ausgehen. Hier unten findest du nochmal die Noten. Falls du von den Noten kommst, findest du hier in diesem Buch auch immer die Noten zu jeder Tonart, obwohl das ganze Buch, wie gesagt, ohne Noten funktioniert und auch dazu gedacht ist, dass du im Kopf ein Gefühl für die Tonart entwickelst und keine Noten mehr brauchst. Genau. Das hier ist der Des-Dur-Akkord in der Grundstellung, da siehst du den Fingersatz eingezeichnet. Wir haben den Daumen auf einer schwarzen Taste, unglücklicherweise dann den 3. Finger auf dem F und den 5. auf dem As. Das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an in der nächsten Szene. Das hier erstmal ist die erste Umkehrung, da sieht der Fingersatz wieder ein bisschen anders aus und in der 2. Umkehrung ist der Fingersatz auch noch ein kleines bisschen anders. Okay, das war wieder einiges an Informationen. Lass mich mal bitte kurz wissen, ob du das alles verstanden hast oder ob du noch eine Frage hast. Schreib mir mal hier unten einen Kommentar. Entweder, hey, klar, cool, habe ich verstanden. Oder wenn du eine Frage hast, dann tipp das Ganze mal hier unten ein. Dann bin ich auch nicht so allein in dem Video. Dann weiß ich auch mal, wer hier alles zuschaut und wir können es ein bisschen kennenlernen. Gut, wenn du soweit bist, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt auf die Tastatur und schauen uns mal an, wie man den Akkord spielt. Das hier ist der Des-Dur-Akkord. Und ja, wir sind wie gesagt mit dem Daumen hier auf dem Des, dann haben wir den 3. Finger auf dem F und den 5. Finger auf dem As. Genau. Dann machen wir die erste Umkehrung. Das hier ist die erste Umkehrung, also wir haben den Grundton nach oben geholt und dann ist der Fingersatz auch ein etwas anderer. Ich habe jetzt mal, ja, immer noch ein bisschen falsch gespielt. Wir sind hier mit dem Daumen auf dem F, mit dem 2. Finger auf dem As und mit dem 5. Finger auf dem Des. Genau, liegt auch gut ergonomisch jetzt in der Hand. Wir haben den kurzen Finger, den Daumen auf einer weißen Taste und die langen Finger auf den etwas weiter eingerückten schwarzen Tasten. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen ungemütlich. Wir holen das F nach oben, haben dann hier die 2. Umkehrung und das Ganze sieht dann so aus. Dann haben wir den Daumen auf dem As, den Mittelfinger auf dem Des, der Grundton ist jetzt in der Mitte, und den kleinen Finger, den 5. Finger auf dem F. Genau. Und würden wir jetzt das As auch wieder nach oben holen, dann wären wir wieder in der Grundstellung. Also es gibt nur Grundstellung, 1. Umkehrung und 2.
Umkehrung. Also, ich denke, das Ganze war wahrscheinlich ganz gut zu verstehen. Dann mit deiner Erlaubnis würde ich sagen, lass uns direkt weitergehen zu Punkt 3 und wir spielen gemeinsam die Tonleiter. Wir gucken noch mal ganz kurz ins Buch und schauen noch mal, wie der Fingersatz für diese Tonleiter war. Also wie gesagt, wir starten mit dem zweiten und dritten Finger, dann nutzen wir kurz zum Untersetzen den ersten Finger und spielen dann weiter bis zum vierten Finger und untersetzen dann noch mal mit dem ersten Finger. Genau, schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das hier funktioniert. Gut, wir starten mit dem zweiten Finger. Dann nehmen wir den dritten Finger und untersetzen jetzt den Daumen. Das sieht in der Nahaufnahme jetzt so aus. Also nicht irgendwie die Hand jetzt verbiegen oder ich habe das früher auch immer gemacht, als ich ganz frisch mit Klavierspielen angefangen habe. Guck einfach, dass du die Hand ganz ergonomisch und locker liegen lässt und einfach hier ein bisschen mit dem Daumen drunter rutschst. Genau, nicht irgendwie die Hand verdrehst. Also nochmal. Jetzt sind wir wieder in einer lockeren Ausgangslage und können die drei Finger hier nachholen und spielen sie einfach so, wie sie liegen, über die schwarzen Tasten drüber und machen jetzt eine etwas größere Streckung mit dem Daumen und untersetzen jetzt hier in Richtung C. Das ist ein bisschen eine, ja, weniger eine Dehnübung, es ist einfach ein bisschen ungewohnt. Der Daumen, der kriegt das locker hin. Wir gehen hier mit dem Ellbogen vielleicht ein bisschen mit oder drehen das Handgelenk leicht, ziehen das ein bisschen so. Also wenn du es jetzt so spielst, pass auf, und jetzt hier so mit dem Daumen rüber gehst, dann wird es extremst schwierig. Da reicht dir der Daumen nicht. Also wir drehen hier tatsächlich ein kleines bisschen den Ellbogen mit und sind dann hier locker jetzt mit dem Daumen beim C und jetzt beim Des. Also nochmal ein kleines bisschen schneller. Wir untersetzen. Drehen uns jetzt ein kleines bisschen, nehmen den Daumen mit, gehen auf C und sind jetzt hier locker wieder in der Ausgangslage. Und wir haben jetzt den Finger jetzt auch schon gemütlich hier auf dem Des liegen, dass wir jetzt auch könnten ganz locker weiterspielen, solange bis wir keine Lust mehr haben. Genau. Okay, von oben nach unten sieht das Ganze so aus. Wir starten mit dem zweiten Finger und schieben jetzt die Hand über den Daumen drüber. Das ist auch ein bisschen eine Koordinationsgeschichte, eine Dehnübung. Falls dir das nicht so richtig reicht, dann ist es auch vollkommen erlaubt, wenn du hier mit dem Ellbogen ein bisschen rausgehst. Schau einfach, dass du hier ergonomisch vorgehst, dass du es dir nicht so schwer machst. Nimm den Ellbogen ein bisschen raus, auch insbesondere, wenn du ein bisschen kleinere Finger hast oder eine kleinere Hand, und schiebe ein kleines bisschen die Hand weiter und tänzel dich jetzt mit den Fingern nach unten. Übersetze jetzt mit dem dritten. Wir brauchen ja nur diese beiden Finger hier. Und jetzt kannst du wieder übersetzen mit dem vierten und wir laufen einfach wie so eine Katze über das Klavier. Und dann wirst du sehen, dass das Ganze sehr locker funktioniert. Ja, wie immer, so ein YouTube-Video könnte man jetzt ewig in die Länge ziehen. Wir können es alles nochmal wiederholen. Aber ich denke, jetzt hast du gesehen, wie es funktioniert. Mach's einfach so, speichere dir dieses Video in deiner Bibliothek ab. Schlaf mal eine Nacht drüber. Komm morgen wieder zurück, schau dir das Video nochmal an. Und wir machen das Ganze nochmal zusammen und dann, ja, schläfst du nochmal eine Nacht drüber und wir machen es nochmal und dann denke ich, hast du es auf jeden Fall drin. Wie immer der Hinweis, du wirst wahrscheinlich schnell feststellen, dass es wenige Songs gibt, die nur aus einer Tonleiter bestehen. Das ist halt einfach mal so. Schöne Songs bestehen nicht nur aus einer Tonleiter und aus einem Grundakkord. Also nicht mal Alle meine Entchen besteht nur aus dem Grundakkord. Das heißt, wenn du also nach wie vor unsicher bist in einer Tonart und immer mal wieder daneben langst, dann ist das leider normal. Also wenn du wirklich sicher in einer Tonart werden willst, dann musst du ein Gefühl für diese Tonart entwickeln und verstehen, wie sich auch die Akkorde zueinander verhalten. Also die Tonleiter an sich, das ist eine gute Übung, aber es ist mal wichtig, dass du verstehst, wie die Akkorde zueinander liegen. Und das klingt jetzt schon nach einem Song, aber es ist letztendlich nur eine Übung. Das ist auch eine Übung aus dem Buch, wie ich dir gleich zeigen werde, dass wir es auch du spielen können. Genau, das musst du auf jeden Fall wissen. Dann, wenn du das kannst, dann hast du die Tonart wirklich geknackt. Dann liegen dir die Akkorde und die richtigen Töne automatisch unter den Fingern.
Und um das zu erreichen, dafür gibt es eine einfache Übungsmethode und die verrate ich dir hier in diesem Buch Tonarten meistern ohne Noten. Sowas gibt es noch nicht auf dem Markt. Ich habe das immer gesucht mal für meine Schülerinnen und Schüler und als es das nicht gab, habe ich das Buch selber geschrieben. Das kommt komplett ohne Noten aus, hat aber auch immer die Noten praktischerweise dabei stehen, wenn du Notenspielerin oder Notenspieler bist. Das Buch kommt mit einem begleitenden Videokurs, das ist ganz wichtig, da werde ich dich in allen Tonarten fit machen und du wirst immun werden gegen falsche Töne. Du wirst das System Intus haben, ein für alle Mal. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schau mal hier unten. Du kannst das entweder gedruckt bei Amazon kaufen in dieser Version oder du nutzt den Link hier unten und kaufst es als E-Book auf meiner Webseite Piano University. Dann bekommst du sogar noch ein mehrwöchiges Rückgaberecht mit dazu und es ist sogar auch ein kleines bisschen günstiger als bei Amazon. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, dass ich dir ein kleines bisschen helfen konnte und ich bin mir auch sicher, dass ich dir mit diesem Buch noch wesentlich mehr helfen kann, fit zu werden in Des-Dur, einer meiner Lieblingstonarten. Ich hoffe, es ist mittlerweile auch eine Lieblingstonart von dir geworden. Und ja, egal, wo wir uns wieder sehen, ich freue mich, wenn du dabei bist, entweder hier im nächsten Video auf YouTube oder eben im Tonartenkurs auf Piano University.